Freunde, herzlich willkommen zum Aino Pfeifentabak Tasting Stream. Wir haben alle Sorten heute am Start. Wir werden alle Sorten heute durchprobieren und wir werden euch zu jeder Sorte drei verschiedene Meinungen präsentieren. Die ersten drei Köpfchen haben wir an und der Alex hat... Ich habe den Malino an und das ist der Great Recipe. Und die Vivi hat... Ich habe den Cuva do Brasil und das ist der Oha. Ich habe den Greatest of All Time und das wäre der Goat beim Shisha-Tabak. Schnitt war auch noch ein bisschen durchwachsen, sage ich mal. Da habe ich auch direkt Aino Feedback geschrieben. Ich hatte ein Ästchen drinne und ab und zu ein paar kleine Blattadern. Können wir euch an der Stelle auch nochmal, blenden wir euch nochmal ein. Der Schnitt ist noch ein bisschen durchwachsen, aber da hat mir Aino auf jeden Fall gesagt, das wird in den kommenden Chargen auf jeden Fall besser. Das sind jetzt noch so kleine Kinderkrankheiten, die werden aber noch ausgemerzt. Und wenn man sich bei einer Sache bei Aino sicher sein kann, die rasten nicht, bis das Ding gut ist. Das haben wir ja schon bei dem Shisha-Tabak gelernt bei Aino. Okay, Tabak Nummer 1, Malino, der Great Recipe. Yes. Lecker. Also, ich finde es eine süße Himbeere eher. Hat ein bisschen Frische dabei. Erinnert mich ein bisschen an den Alfacher. Fuchsia, ne? Genau, da würde ich ihn einordnen. Also so eine süße Himbeere. Und findest du geil? Ja, ich liebe Himbeere und trifft auf jeden Fall meinen Geschmack. Ja, also ich würde sogar sagen, es ist so eine Art Mischung aus dem Fuchsia und dem Rasporn. Süße, aber trotzdem spritzige Himbeere, die gut ist. Also ich muss sagen, ich finde den, also Fuchsia würde ich gar nicht in Erwägung ziehen. Ich hätte gesagt, full on Richtung Rasporn. Und auch eher wirklich süß gehalten, weil wenn ich überlege, was so eine säuerliche Himbeere ist, ist glaube ich eher so der, heißt der Red Marlina von Aquamenta? Ja. Das ist für mich so eine richtig spritzig säuerliche Himbeere. Für mich ist das wirklich Rasporn. Also geht super krass in die Richtung. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr lecker. Sorte Nummer 2, Guave, also den Cuva do Brasil. Das ist der Oha. Also ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht so viel zu dem sagen. Ich muss einfach nur sagen, wer den Oha gerne in der Wasserpfeife geraucht hat von Aino, der wird mit dem Cuva do Brasil genauso happy sein. Ich glaube, wenn du mir beide Pfeifen hinstellen würdest, einmal mit dem Pfeifentabak, einmal mit dem Wasserpfeifentabak, ich glaube, ich würde die nicht mehr auseinanderkriegen. Saure, spritzige, leicht bittere, aber nicht so unangenehm bitter, wie das oft bei einer Guave sonst ist. Und ich muss sagen, für mich der Oha zum Mischen wirklich eine meiner absoluten Lieblingssorten. Ja, würde ich voll mitgehen. Also ich finde auch, der ist super nah am Oha dran. Und die Guave ist halt wirklich nicht so bitter, was halt Guaventabak super oft an sich hat. Und den hier finde ich wirklich super ausgewogen. Du hast diese Guavennote, aber trotzdem so eine leichte Süße mit dabei, erfrischend. Für mich nicht zum Purrauchen, aber ein super Mixtabak. Ich finde ihn ein bisschen sehr bitter, also... Im Gegensatz zu den anderen jetzt im Vergleich natürlich. Ja, aber ich meine, ne, man darf ja auch nicht vergessen, ist ja jetzt auch eine Guave und halt keine Himbeere. Ja, also ich bin eh nicht so der Fan von Guave, aber ist okay, wie Alex sagt, zum Mischen wahrscheinlich sehr gut, aber pur jetzt nicht der Burner für mich. Jetzt kommen wir noch zum GOAT, Greatest of All Time, ein Traube und Minze-Flavor. Es wird nicht meine Lieblingstraubenminze, aber ich finde das... Das Problem an dem ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es ist, wenn der ein bisschen länger gestanden hat, aber die Frische ist schon extrem da im Vergleich zur Traube. Und da würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen ausgewogener ist. Ich kann mir halt vorstellen, wenn er ein bisschen länger steht, dass sich das dann noch ein bisschen ausgleicht. Vielleicht nicht nur länger steht, sondern vielleicht auch, wenn er nicht erst 10 Minuten an ist. Ja. Na, man kennt es ja mit der Frische am Anfang meistens sehr stark und dann flacht sie langsam ab. Aber ansonsten super solide. Ich würde auch sagen, ist eher so eine süße, dunkle Traube, würde ich fast sagen. Von Geschmack her sehr gut. Ich finde das Frische tatsächlich gar nicht so schlimm, weil ich das gerne mag. Aber ist definitiv sehr markant, wenn man raucht. Aber stört mich persönlich jetzt gar nicht. Also süße Traube, ordentlich Frische dabei, passt für mich soweit. Er ist süß und sauer. Und da würde ich fast sagen, das ist wahrscheinlich die Süße von der dunklen Traube. Aber ich finde, vom Geschmack her kommt fast mehr so eine klassische weiße Traube durch. Und das mit der Kühle kann ich euch nur komplett recht geben. Ich habe den ja angeraucht, da war die Kühle noch krasser. Und jetzt finde ich sie immer noch, also es ist schon sehr kühl für einen Traube Minze, aber ich finde es auch sehr geil. Nächstes Ründchen ist vorbereitet. Wir haben den Finest Collection, das ist der... Fruit Squad. Fruit Squad. Dann haben wir den Black Eye, das ist der Black Ice. Wir haben den Cleo, das ist der Masai bei dem Five, also der... Der Cleo Pfeifentabak wäre bei Shisha-Tabak der Masai. Und dann haben wir noch den
Blue Caribbean und das ist der Bad Rule White. Ja, ich glaube, der Bad Rule White sollte Kokosnussblaubeere sein. Mhm. Der Maasai ist so eine Art African Queen, muss man schon so sagen, wie es ist. Der Black Ice ist eine Brombeere. Und dann hatten wir noch den Finest Collection, der Fruit Squad, das ist ein Früchtemix. Ja. Mit welchem wollen wir denn anfangen? Alex, okay. Welchen hast du? Ich habe gerade den Black Eye. Ja. Brombeere und der Shisha-Tabak hieß Black Ice. Oder heißt, gibt es ja immer noch, ne? Und ich muss sagen, ich finde, Black Eye kommt sehr, sehr nah dran an Black Ice für mich. Mhm. Was ich allerdings sagen muss, auch hier wieder, oder ich würde fast sagen, übergreifend, weitaus frischer als gewohnt. Und deswegen auch ein bisschen anderes Geschmacksmuster für mich. Aber denkst du jetzt an den Dark Blend oder an den Virginia? Weil der Virginia war ja immer noch mal einen Ticken kühler als der Dark Blend, ne? Das stimmt. Ich habe halt den Dark Blend öfter geraucht als den Virginia. Ja. Das ist halt das Problem wahrscheinlich. Genau, nur zur Erinnerung, ne? Ja, weil der klar. Black Ice auf Virginia war ja sogar noch mal einen Ticken frischer als der Black, als der Dark Black. Als der, ja. Ja. Aber an sich super lecker. Ist immer, also ich sag mal so, wenn man Black Ice mag, kann man sich den auf jeden Fall holen, weil fast kein Unterschied. Also ich finde ihn sehr, sehr lecker. Brombeere kommt super gut durch, super Geschmacksprofil, hast so diese Süße mit drin, aber auch dieses leicht Herbe, was hinten raus noch kommt. Mir schmeckt sehr, sehr gut. Kann ich mich an sich nur anschließen. Wie gesagt, ich finde das Frische ganz geil. Ich finde, es ist auch eine gute Süße, die dabei ist und nicht so was Pappiges. Hat eine gute, leichte Säure drin. Also ist nicht zu flach, sondern schmeckt mir auch sehr gut. Also ich würde ihn jetzt erstmal unabhängig von dem Shisha-Tabak, würde ich sagen, es schmeckt wie eine zu 95% reife Brombeere. Mhm. Es ist eine leckere, süße, fruchtige Brombeere, die aber noch so eine leicht, ganz leicht spritzige, saure Note im Abgang hat. So als ob sie nicht zu 100% reif wäre, aber schon trotzdem saugeil zum Essen wäre. Mhm. Im Vergleich zum Virginia. Also ich glaub von der Frische vom Black Ice, Virginia, Shisha-Tabak von Aino im Vergleich zu dem Pfeifentabak, den wir jetzt hier haben mit dem Black Eye. Ich glaube auch da muss ich sagen, wenn du mir beide hinstellen würdest und mich blind probieren lassen würdest, ich würde sie nicht auseinanderkriegen. Den vom Alex und der Alex hatte den... Fruit Punch, genau. Ja. Fruit Squad. Fruit Squad. Wir waren ja alle schon so, ich finde ihn sehr, sehr lecker. Ich muss sagen, ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Frucht am ehesten mit rauskommt. Allgemein sehr lecker. Sehr fruchtig, eine gute Süße mit drin, aber auch nicht zu sehr. Es ist nicht so ein frischer Tabak wie jetzt natürlich ein Black Ice. Hat trotzdem eine gewisse Frische mit drin, auf jeden Fall. Schmeckt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich mag den Fruit Squad an sich schon nicht so gerne. Deswegen ist es auch hier, der ist halt super identisch. Aber es ist nicht mein Flavor. Der hat so einen leicht exotischen Touch, würde ich fast sagen. Aber ein super... Ich könnte keine einzige Frucht wirklich rauskristallisieren. Das ist wirklich ein super wilder Früchtemix. Wenn ich dran ziehe, ne? Und darüber nachdenke, welche Früchte sind das, habe ich das Gefühl, mir liegen drei auf der Zunge und ich muss nur noch sagen, aber es kommt nicht raus. Ja. Denk also mal an so eine Gelee-Banane. Ich wäre jetzt auch eher bei so exotischen Sachen wie Alex, also irgendwie sowas mit einer Papaya irgendwie. Ich würde auch eher in die wirklich exotische Richtung gehen. Beschreibung zu dem Tabak raussuchen. Mal nochmal hier. Ich will deine Banane schmecken. Weiß ich nicht. Vivi! Schatz, das hat sie nicht so gemeint. Ich kann das erklären. Ja, nee, Melone ist es. Ja, Melone ist es. Die Melone. Ja. Abschließendes Fazit zum Fruit Squad. Er schmeckt nicht nach Banane, sondern nach Melone. Melone. Was haben wir als nächstes? Bei mir ist der Clio drinne und der Wasserpfeifentabak von Aino würde Maasai heißen. African Queen, aber wie schon gesagt, ein bisschen komplexer. Ich kann aber auch gar nicht sagen, was es ist, was ihn anders schmecken lässt. Also wenn man African Queen kennt, wie gesagt, ich habe ihn mal tot geraucht. Ich krieg Flashbacks davon auf jeden Fall. Aber in einer positiven Art und Weise. Also ich denke, den könnte ich definitiv noch rauchen, während ich den anderen nicht mehr rauchen kann. Aber ich kann, wie gesagt, nicht sagen, woher diese Komplexität oder das andere quasi nochmal kommt. Also ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen herber, tiefer ist. Also vom Gefühl her würde ich sagen, dass die dunkle Traube doch mal mehr Gewicht hat. Und dafür diese Bappigkeit, die ich von African Queen kenne, so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Findest du auch eine würzige Note? Ja, so ein bisschen. Es ist interessanter als African Queen. Vielleicht auch, weil man African Queen einfach kennt. Es ist so ein bisschen die erwachsenere, tiefgängigere Schwester
von African Queen. Ja. Ich finde den auch, also den würde ich eher rauchen, tausendmal eher rauchen als den African Queen. Ich könnte gar nicht sagen, welchen von beiden ich eher rauchen würde. Aber dazu muss man sagen, ich mag African Queen halt auch nicht. Wahrscheinlich. Und, aber den schon? Ja, den finde ich auf jeden Fall so, dass ich sagen würde, den würde ich mir anmachen. Krass. Das ist eigentlich schon ein heftiges Kompliment. Okay, Welt. Ja, also eine würzigere, interessante Alternative, aber die Inspiration zu African Queen kann man da nicht abstreiten. Ja, zu 100%. Ja. Der letzte Flavor, den wir noch haben, du hast den schon, Alex, ne? Das war der Caribbean Blue und der Shisha-Tabak würde heißen Bad Rule White. Oder der Shisha-Tabak, den es schon gibt mit demselben Flavor, ist der Bad Rule White und der Pfeifentabak dazu heißt jetzt Caribbean Blue. Und das Ganze ist Blaubeere-Kokosnuss. Genau. Ich finde, die Blaubeernote hat so was von Tangiers Blueberry 2005. Boah, der ist krank. Also so diese cremig angehauchte Blaubeere, aber das Cremige kommt vom Gefühl her nicht nur von der Kokosnussnote, die mit dabei ist, sondern die Blaubeere an sich ist auch nicht so diese spritzige, leicht säuerliche, sondern wirklich so komplett reife, super süße mit der Kokosnuss. Ich finde den Flavor interessant. Es ist, obwohl ich eigentlich auf ganz gerne mal cremig rauche, weiß ich nicht, ob ich den oft anmachen würde. Aber die Grundkomposition finde ich schon super interessant, auf jeden Fall. Für mich ist die Kokosnuss, ehrlich gesagt, zu künstlich. Also es riecht wie so eine billige, oder schmeckt wie so eine billige Kokoskerze riecht. Also ich finde es zu parfümig in einem gewissen Maße. Also es ist nicht Kokosnuss. Wenn man mir das, glaube ich, vorgesetzt hätte, wäre ich nie im Leben wirklich auf Kokosnuss gekommen. Wenn dann von dem Rauchgeruch im Endeffekt riecht man ein bisschen Kokosnuss, aber es schmeckt wirklich wie so eine günstige Kokosnusskerze riecht. Also sehr, sehr künstlich, hat eigentlich mit der Frucht in Anführungszeichen nicht wirklich viel zu tun. Die Blaubeere, wie du schon gesagt hast, kommt ganz gut raus. Muss ich aber auch ehrlich sagen, nicht ganz so mein Fall. Für mich, also erstmal muss ich dazu sagen, Kokosnuss ist für mich auch immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Mag ich tendenziell nicht. Ich würde auch euch actually empfehlen, wenn ihr Interesse an dem Flavor habt, schaut auf jeden Fall nochmal bei Schmiddy und bei Dölet vorbei, weil die beide haben den Shisha-Tabak, den Bad Rule White, beide extrem gefeiert und ich glaube, für Leute, die gerne in diese Richtung rauchen, könnten die zwei da bestimmt noch interessante Videos haben. Die werden bestimmt auch Videos dazu machen. Für mich persönlich muss ich sagen, ist der Bad Rule White, beziehungsweise der Pfeifentabak, der Caribbean Blue, der einzige von allen Flavern, die wir hatten, wo ich persönlich sagen würde, davon brauche ich wahrscheinlich nicht nochmal eine Dose. Da bin ich ein bisschen bei dir. Du hast es schon, meiner Meinung nach, hast du es ein bisschen zu extrem ausgedrückt. Ich verstehe aber zu 100% den Punkt, den du gemacht hast mit billige Duftkerze. Es ist schon so eine künstliche Duftkerze, Duschgel, Kokosnote, die man da hat. Und ja, also der ist eher nix für mich. Die Blaubeere ist ultra interessant. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass die mehr durchkommt. Es ist gefühlt so 75% Kokos, 25% Blaubeere, hätte ich jetzt gesagt. Also ist, glaube ich, wirklich der einzige Tabak, wo wir drei alle nicht so Fan sind, ne? Ja. Ja. Aber da kann man einfach mal sagen, der Masai, also der Cleo, war top. Also super positive Überraschung. Alex sagt, er mag kein African Queen. Cleo mag er. Wild. Guva do Brasil, jeder, der OH gefeiert hat, wird auch den feiern. Ist eine hervorragende Umsetzung auf Pfeifentabak. Der Fruit Squad ist verwirrend und durch die Melone nicht so krass mein Ding, aber trotzdem irgendwie gut gemacht und faszinierend irgendwo. Der Greatest of All Time, der Traube Minze, ist halt schon sehr frisch, muss man mögen. Ich finde es extrem geil. Der Malino, der Raspberry, der war einfach durch die Bank weg grundsolide. Und der Black Eye, beziehungsweise auf Wasserpfeifentabak würde er heißen Black Eyes, ultra krasses Ding. Und allein dadurch, ne, meine Favorites von Aino sind eigentlich immer der OH und der Black Eyes. Und die beiden sind so krass gut umgesetzt. Also für mich ein voller Erfolg bei dem Aino-Pfeifentabak. Was wir noch nicht gesagt haben, die Dose kostet 17,90 Euro für 65 Gramm Pfeifentabak. Alright, so viel zum Tasting-Stream zum Aino-Pfeifentabak.